eben 8 Jahre Trump natürlich ihre Spuren hinterlassen werden. Und Trump ist durch und durch Stratege, auch wenn er immer wieder in den Medien lächerlich gemacht wird. Das ist aber strategische Kommunikation, das ist strategische Kriegsführung gegen ihn. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass er sicherlich daran arbeitet, Nachfolger schon auszubilden und vorzubereiten auf ihr Amt, dass sie eben auch seinen Politikstil fortführen. Und deswegen denke ich, dass es schon eine langfristige Entwicklung ist. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich spreche heute mit Dr. Rainer Rothfuß von der AfD in Bayern. Ich sag's mal so flapsig. Ein Geopolitiker par excellence. Wir kennen uns länger. Du hast bis 2015 in Tübingen politische Geografie gelehrt. Also immer die Auseinandersetzung mit den großen Veränderungen in der Welt, strategisch, politisch. Und darüber wollen wir heute reden. Ich würde gerne mal beginnen mit dem, was ich selbst die große Transformation nenne. Also, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg diese amerikanische oder amerikanisch geprägte Weltordnung. Und jetzt gibt es den Wandel hin zu einer multipolaren Welt. Also das große Thema für die nächsten Jahre auf lange Sicht ist sicher USA-China. Was müssen wir da erwarten? Ich denke, dass wir zu erwarten haben, dass die USA sich stärker zurückziehen, sich auf ihr eigenes Land beschränken, als wir das unter den Vorgängerregierungen von Trump gesehen haben, wo ja eine militärische Überdehnung über den gesamten Globus mit rund 1000 Militärbasen zu sehen war, wo viele Regime-Change-Kriege, das heißt Regierungsumstürze betrieben wurden gegen unliebsame, nicht kooperierende Regierungen in der Welt. Trump hatte das schon in seinem Wahlkampf kritisiert, diese Politik, und hat gesagt, er fokussiert sich wieder auf America First. Das wurde häufig missverstanden oder bewusst auch fälschlich dargestellt als Nationalismus, wobei das eben eher ein Rückbesinnen ist auf die Interessen der eigenen Bevölkerung, die Trump ganz klar in den Mittelpunkt stellt und die er auch tatsächlich bedient hat in den letzten 3 Jahren verstärkt in seiner politischen Arbeit. Er hat viele Arbeitsplätze geschaffen. Er hat auch letztendlich Außenhandelsungleichgewichte attackiert, gerade eben in puncto China, US-Handel, wo die USA ein massives Außenhandelsdefizit zu verzeichnen hatten. Dadurch, dass eben auch viele US-Firmen zwar in den USA ihre Technologie entwickelt hatten, dann aber die Fertigung nach China ausgelagert hatten. Das heißt, die Jobs entstanden in China. Der Markt war dann doch wieder die USA. Und wenn die Jobs verloren gehen, wie soll dann die Bevölkerung diese Hightech-Produkte zu hohen Preisen kaufen, die zu niedrigen Preisen in China gefertigt wurden? Also an für sich eine sehr vernünftige Politik, die er da gefahren hat, aber eben eine Rückbesinnung aufs Nationale. In China ist es eher so, dass wir eine Phase sehen der globalen Expansion, der globalen Einflussnahme. Und das ist sicherlich auch erst 10 Jahre alt, würde ich mal sagen, dass das massiv auch sichtbar ist durch Investments in Afrika, durch viele sogar auch Militärkooperationen, die jetzt neu geschlossen werden mit Ländern in der gesamten Welt. Südamerika, neue Seidenstraße. Richtig, genau, die neue Seidenstraße natürlich als das Megaprojekt, was die Eurasische Platte, den Doppelkontinent betrifft. Das sind neue Entwicklungen, über die wir uns auch kritisch Gedanken machen müssen, denn die USA sind nicht der einzige gefährliche Faktor für den Weltfrieden, zumal unter Trump eben diese Regime Change und Militärinterventionen abgenommen haben. China kann durchaus auch für die Zukunft zu einem gefährlichen Faktor und Hegemon werden in der Welt. Und deswegen dürfen wir uns da nicht in Sicherheit wiegen und denken, gut, die USA verabschieden sich aus der Pilotenkanzel, jetzt kommt die Multilateralität oder Multipolarität auf uns zu. Das ist kein automatischer Prozess. Ist das was wir auf Dauer erwarten können, auch wenn Trump weg sein wird, selbst wenn er jetzt eine zweite Amtszeit bekommt bei der Wahl Ende des Jahres, wird sich die USA mit einer relativ geringeren Rolle in der Welt zufrieden geben? Ich denke, dass sie es werden muss. Ich denke, dass auch Nachfolgeregierungen, selbst wenn sie wieder dem globalistischen Lager zuzuordnen wären, dem international-interventionistischen Lager, glaube ich, dass einfach die Handlungsmöglichkeiten der USA langsam an ihre Grenzen stoßen.
weil auch die Verschuldung, das Standing des Dollar als Weltleitwährung einfach natürlich immer mehr hinterfragt wird. Und deswegen werden auch andere Regierungen sicherlich zunehmend diese Realitäten anerkennen müssen, zumal eben 8 Jahre Trump natürlich ihre Spuren hinterlassen werden. Und Trump ist durch und durch Stratege, auch wenn er immer wieder in den Medien lächerlich gemacht wird. Das ist aber strategische Kommunikation, das ist strategische Kriegsführung gegen ihn. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass er sicherlich daran arbeitet, Nachfolger schon auszubilden und vorzubereiten auf ihr Amt, dass sie eben auch seinen Politikstil fortführen. Und deswegen denke ich, dass es schon eine langfristige Entwicklung ist. Wie viel Konfliktpotenzial hält denn das Verhältnis USA-China bereit? Wir sehen ja den Handelskonflikt seit einiger Zeit. Und es gibt diese Untersuchung von dem Harvard-Professor Graham Allison, der hat sich mit seinem Team mal angeschaut für die vergangenen 500 Jahre 16 Fälle, in denen eine aufsteigende Macht eine Supermacht herausgefordert hat. Und 12 Mal von 16 Mal endete das mit Krieg. Muss ja nicht sein, dass es wieder so kommt, aber wie groß ist die Gefahr? Ich denke, dass die Gefahr momentan nicht gegeben ist unter Trump. Ich denke, dass er trotz seiner zu Beginn seiner Amtszeit schon sehr aggressiven Töne in Richtung China das einfach als Teil seiner Verhandlungstaktik einkalkuliert und letztendlich aber auf konstruktive, aber eben unter besseren Vorzeichen verhandelte Deals setzt. Das lässt sich ja jetzt auch schon erkennen. Er hat ja schon den ersten Teil eines neuen Handelsdeals mit China ausgehandelt. China hat sich bereit erklärt, eben auch für mehrere 100 Milliarden Dollar pro Jahr amerikanische Produkte abzunehmen. Das heißt, dazu beizutragen, dass sich das Außenhandelsdefizit reduziert. Er hat sich da also ganz klar durchsetzen können. China hat eingelenkt. Für mich ist natürlich jetzt noch die nicht ganz einzuschätzende Frage die, wie wird das China ökonomisch treffen? Denn wenn sie abgeben müssen, die USA hinzugewinnen, dann erzeugt es natürlich auch gewisse negative Effekte, Verwerfungen, Spannungen innerhalb Chinas. Und da bleibt jetzt abzuwarten, wie sie damit umgehen. Und für mich stellt sich auch die Frage, Coronavirus, was hat das vielleicht zu tun auch mit einem möglicherweise sich schon abzeichnenden ökonomischen Abschwung? Es wurde ja schon jahrelang darüber fabuliert, dass China kurz vor dem Absturz steht. Es hat sich nichts in diese Richtung getan. Jetzt ist aber natürlich schon die Frage, wenn eben diese Wohlstandsquelle Außenhandelsüberschuss in Richtung USA auf einmal drastisch reduziert wird. Die ist ja schon deutlich zurückgegangen. Ja, genau, unter Trump. Also seine Strategie hat da funktioniert. Wird das eben auch Verwerfungen innerhalb Chinas auslösen und ist das vielleicht schon absehbar für die chinesische Führung? Und versucht sie das auch hinter so einem Smokescreen des Coronavirus und abgeriegelter Städte versteckt werden? Das wäre nicht das erste Mal, dass solche Nebenkriegsschauplätze medial aufgebauscht, aufgemacht werden, um eben abzulenken von anderen Problemen. Ja, es bleibt spannend, denn China ist für mich, wie gesagt, die Macht, die wir jetzt hauptsächlich im Auge behalten müssen, weil es uns eben auch als Teil Eurasiens stark betrifft, weil wir eben auch durch die infrastrukturelle Anbindung, die China eben mit diesem Megaprojekt Neue Seidenstraße vorantreibt, direkt betroffen sind von chinesischer Politik. Und das ist eine sehr spannende Konstellation. Da sehe ich große Gefahren, die wir jetzt versuchen müssen abzuschätzen. Die neue Seidenstraße ist ja wahrscheinlich das größte Infrastrukturentwicklungsprojekt, das es je auf der Welt gegeben hat. Sie verläuft über Land bis nach Europa. Sie verläuft den Seeweg unterhalb von Indien und durch den Persischen Golf bis nach Europa. Deutschland ist mittendrin. Nach Duisburg kommen immer mehr Züge aus China. Und China will damit die beiden Kontinente auf dem Doppelkontinent, also Eurasien, miteinander verbinden. Den USA kann es ja nicht egal sein. Wie aussichtsreich ist das Projekt dann? Also es wird ja offenbar auch Druck dagegen gemacht, gegen auch eine größere EU-Beteiligung. Naja, das Projekt läuft ganz klar, auch dadurch, dass Russland es unterstützt und die Torpedierungsversuche, wo an den Sollbruchstellen im Nahen Osten eben versucht wurde, diese Verbindungen zu unterbrechen durch Kriege, die durch die USA ganz klar auch angestiftet wurden oder selbst geführt wurden. Irak 2003, dann Syrien
Libyen etc., das ist alles auch in diesem Kontext zu sehen. Das ist ja von Nicholas Bickman letztendlich auf der Grundlage von Mackinder entwickelt, auch eben die Strategie, dass die USA versuchen, beziehungsweise die Seemächte gemeinsam, da gehört auch Großbritannien dazu, versuchen, ein Zusammenwachsen Eurasiens, eine Integration zu verhindern, um eben die Verschiebung des Machtmonopols, des Machtzentrums aus eben dem angelsächsischen Raum in den zentralen Raum Eurasiens oder in Eurasien hinein zu verhindern. Jetzt ist es nur so, dass diese Ansinnen ja schiefgegangen sind. Russland ist sehr erstarkt seit 2000 unter Präsident Putin, hat durch die Intervention in Syrien ab 2015 tatsächlich diesen Konflikt dort beenden können. Und deswegen sehe ich schon, dass das neue Seidenstraßenprojekt vorangetrieben wird. An für sich ist es auch begrüßenswert, wenn eben statt über schmutzigste Containerschiffe Waren in Zukunft über Eisenbahnverbindungen transportiert werden, schneller, sicherer, kontrollierbarer über den Kontinent. Ist ja fast grüne Politik. Natürlich, klar, man kann solche Eisenbahnstrecken, das wird auch sicherlich der Fall werden, elektrifizieren. Das ist insgesamt zu begrüßen. Auch die Integration ist zu begrüßen, wenn dabei durch die Interdependenzen auch Konfliktpotenzial vielleicht im multilateralen Interesse auch beigelegt wird. Nur ist für mich halt die Frage die, wie wird sich der chinesische Einfluss, der sich ja vergrößert, auswirken? China ist ja in meinem Verständnis auch nicht eine alleinstehende Macht, die nur für eigene Interessen steht. Ich denke da immer weltsystemisch und sehe eben, dass selbst eine Superpower wie die USA bislang zumindest unter der Kontrolle waren einer Fraktion, die ich jetzt die Globalisten bezeichnen würde. Und auch bei China ist es so, dass für mich die Frage ist, wer steckt noch hinter China? Wer steckt hinter diesem Modell, was dort seit Jahren, ja eigentlich Jahrzehnten gefahren wird, wo eben die Rolle des Individuums minimiert wird, die Kontrolle durch ein zentrales Organ maximiert wird, wo jetzt Social Credit Systeme hochgezogen werden, wo die Konformität im Denken, im Handeln, im politischen Bereich überprüft wird, belohnt, bestraft wird. Das kennen wir auch hier aus Deutschland. Wer von der Mainstream-Meinung abweicht, der verliert Social Credits, auch wenn sie nicht technologisch umgesetzt in dem Konto festgehalten werden. Es werden sogar Wahlen rückgängig gemacht. Richtig. Nein, die Denke ist bei uns auch schon tief verankert, dieses Social Credit-Systems. Man hat seine Meinung bitte an den Mainstream anzupassen, ansonsten ist man ein Störfaktor, ist gefährlich. Und genau das läuft in China ab, technologisch unterstützt mit Gesichtserkennung im gesamten öffentlichen Raum, in Kaufhäusern, mit 5G-Technologie, die eben diese unglaublichen Mengen an Daten erlaubt, auch zu übertragen, in zentralen Computern das alles zu verrechnen. Und ich sehe eben die Gefahr, dass wenn China zu viel Einfluss gewinnt, zu viel Stärke gewinnt, vielleicht auch als Arm der Globalisten genutzt werden könnte, um eben ja die Kontrolle auszuweiten über eben diesen Arm China, während davor der Arm US-Militär sehr nützlich gewesen war für diese Fraktion der Globalisten. Also deswegen traue ich diesem eurasischen Integrationsprojekt noch nicht so ganz über den Weg und ich denke, wir müssen da auch Brandmauern einziehen. Wir müssen uns der Gefahren auch bewusst sein und müssen auch Strategien zur Selbstbehauptung in der Hinterhand haben. Wir brauchen da sicherlich dann auch Russland an unserer Seite, weil die uns kulturell einfach ein Stück weit näher stehen, auch wenn sie nicht ganz so liberal sind, aber doch eben nicht annähernd so zentralistisch und autoritär angelegt sind wie die chinesische Gesellschaft und Politik. Ja. Stichwort Russland. Seit mehr als 5 Jahren gibt es diese Sanktionen. Mhm. Man hat in der jüngsten Zeit den Eindruck, dass die antirussische Hysterie ein bisschen nachlässt, dass sich die Beziehungen wieder verbessern könnten. Täuscht der Eindruck? Das habe ich auch wahrgenommen und in jüngsten Umfragen wurde auch zutage gefördert, dass 41% der Bevölkerung in Deutschland Trump als die größte Gefahr des Weltfriedens sehen und nur noch 8% Präsident Putin und ebenso viele das iranische Regime. Das zeigt also, dass letztendlich die Propagandamaschinerie gewendet wurde und jetzt volles Rohr in Richtung Trump schießt. Und das zeigt mir auch zugleich, dass eben die Frontlinien in der Auseinandersetzung nicht geografisch zu verorten sind, sondern rein ideologisch. Also das heißt,
wer darauf setzt, eben seine Nation zu erhalten als Container für Demokratie, für Wohlstand, für volkswirtschaftliche Entwicklung, der gerät unter Beschuss, egal ob er in den USA sitzt, in Russland sitzt, in Ungarn sitzt oder zum Beispiel die AfD in Deutschland darstellt. Wie kann denn in dieser großen, immensen Transformation von der amerikanisch geprägten Welt in die multipolare Welt Europa mithalten? Also sich selbst behaupten in dem Sinne, dass es seine Interessen vertreten kann. Was müssen wir hier tun auf dem Kontinent? Ich denke, dass es in Europa überhaupt keinen Konsens gibt über eigene Interessen, gemeinsame Interessen. Also nicht nur in Deutschland nicht, es gibt innerhalb Europas darüber keine Einigkeit. Es gibt zwar den Machtblock EU, der versucht, seine eigenen Interessen zu definieren, aber nicht zu selten in völligem Konflikt diametral entgegengesetzt zu den Interessen der einzelnen Nationen, die die EU eigentlich vertreten sollte. Und von daher sehe ich da momentan uns Europäer in einer starken Zwickmühle. Denn als Nationalstaaten sind uns die Hände mittlerweile sehr stark gebunden durch EU-Recht. Wir werden in unserer Handlungsfähigkeit massiv eingeschränkt. Gerade jetzt auch, was das Asylsystem angeht, da haben wir faktisch schon ein gemeinsames europäisches Asylsystem und haben Richtlinien, die uns binden. Und ich sehe, dass es momentan gerade in eine gefährliche Richtung läuft, weil letztendlich das, was Europa eigentlich ausmacht, also die authentische Vielfalt, Kleingliedrigkeit unseres Kontinents, die wir ja über Jahrhunderte haben wachsen sehen, die wird momentan aus Brüssel unter Beschuss genommen. Es wird eine Gleichmacherei als die neue Vielfalt verkauft. Das heißt, die nationalen Bevölkerungen werden maximal heterogenisiert durch massenhafte Zuwanderung aus kulturfremden Räumen. Das gibt's, ja. Auch wenn eben Kulturrelativisten das immer in Frage stellen und sagen, das gibt's gar nicht. Das ist Faktum und das setzt eben tatsächlich diese authentische, autochthone Vielfalt Europas aufs Spiel, weil durch diese Heterogenisierung, die parallel in allen Nationen abläuft, letztendlich ein, ich würde mal sagen, zusammenhangsloses Mosaik übrig bleibt, das die letztendlich ihre eigenen Interessen nicht mehr. Genau, das letztendlich den einzelnen Bevölkerungen bzw. Völkern, Gemeinschaften die Basis nimmt, ihre eigenen Interessen überhaupt zu erkennen, darüber Einigkeit zu erzielen, die zu artikulieren und die auch als kontrollierendes Gegengewicht gegenüber der politischen Herrschaft zu artikulieren und durchzusetzen. Also sind wir uns innerhalb eines Volkes, einer Gemeinschaft nicht mehr einig über gemeinsame Interessen, die wir verfolgen wollen, dann sind wir schutzlos ausgeliefert eben dieser Machthierarchie, die uns dann sehr leicht eben auch in eine Richtung steuern kann, ohne dass es nennenswerten Widerstand gibt, Aufstände gibt. Sehen wir hier in Deutschland, dass alles Mögliche getan werden kann gegen die Interessen des eigenen Volkes. Das Rentenniveau kann abgesenkt werden, beliebig, Strompreise hoch, Steuern hoch. Niemand wehrt sich, niemand geht auf die Straße. Und das ist eben das Projekt, was ich gerade sehe, dass eigentlich im Grunde genommen die Vielfalt zerstört wird, die Nationalstaaten als Raum der Formierung des demokratischen Willens und der Kontrolle von Herrschaft zerstört werden, ein Superstaat aufgebaut wird, der völlig lebensfremd ist, weit entfernt ist von der Lebensrealität der einzelnen Bürger. Die können sich dann über die Sprachbarriere nicht mehr verständigen, können keine Gegenmacht mehr bilden. Alles wird von so einem Kommissariat aus Brüssel dann bestimmt. Und wir haben einen Niedergang der Demokratie. Keiner thematisiert es im öffentlichen Diskursraum. Hören Sie nichts dazu. Wenn Sie das kritisieren, dann sind Sie nur Anti-Europäer, obwohl Sie eigentlich für die Demokratie und die Vielfalt einstehen.